Hallo und willkommen zurück. Wieder Team Who Knows on Tour. Heute gemeinsam mit Chris. Hi. Heute geht's für uns nach Saarbrücken, wie angekündigt, zum Kongress der Freien Wissenschaften. Diesmal wird es dort zu sehen geben Ronald Bernard. Viele von euch kennen Ronald Bernard vielleicht von seinen YouTube-Interviews. Er ist ja einer, sag ich mal, ein Ex-Banker, der aus dieser Szene kommt, der dabei war bei diesen, oder halt, ja, da irgendwie reingeschlittert ist in dieses pädophile Kinderporno, in diesen Kinderporno-Ring. Es gibt ja dieses Video, wo er krasse Details erzählt und er wird zum ersten Mal in Deutschland sprechen und auf der Bühne stehen und, ja, Frage und Antwort stehen. Und auf das sind wir schon sehr gespannt, weil das ist ein absolutes Highlight. Dann kommt noch Dr. Jerry Rivera Dugenio, der sich mit Skalarwellen beschäftigt hat und Technologien für Heilung, also für im Gesundheitssektor. Wir haben dann noch Peter Hermer, der uns, glaube ich, einen Vortrag über den Mandela-Effekt zeigen wird und über den Mandela-Effekt sprechen wird. Danach kommt Emery Smith. Ist irgendwie ein Whistleblower aus geheimen USA-UFO-Forschungen oder sowas. Der kann leider nicht kommen, der wird via Skype zugeschaltet. Dann haben wir noch Sasha Stone. Da steht es, glaube ich, auch noch in der Schwebe, ob der kommen kann oder nicht. Und Robert Stein hat sich ebenfalls angekündigt mit einem Vortrag. Der wird, glaube ich, über das Weltklima oder die Klimalüge referieren und einen Vortrag geben. Gemeinsam mit Joe Conrad, der das Ganze moderieren wird. Wir fahren hin, wir filmen das Ganze, die ganzen Vorträge wird es dann natürlich in unserer Who Knows World geben. Danke an diese liebe Sabine Glocker vom Hessler Verlag, die uns das Ganze ermöglicht. Wir sind jetzt circa drei Viertel der Strecke haben wir hinter uns, insgesamt 10 Stunden Autofahrt, 5 Stunden Richtung München, den Chris abgeholt und jetzt geht es weiter nach Saarbrücken. Und ja, ich freue mich schon auf viele bekannte Gesichter, weil es sehr viele aus diesem Raum Saarbrücken ja jährlich auf diesen Kongress gehen. Also ich habe dort schon viele Freundschaften geschlossen. Ich freue mich irrsinnig, wieder ein paar bekanntes Gesichter zu sehen. Natürlich auch neue. Und wer weiß, wen man da noch so trifft. Wir dürfen alle gespannt sein. Gut, dann hören wir uns als nächstes beim Kongress selbst. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der Chris wird das dann sicher irgendwie zusammenschneiden. Bis dann. Alles geschafft. Chris, wir sind angekommen! Yeah! Nach, wie lange sind wir jetzt gefahren? 12 Stunden? 10 Stunden? Du länger als ich mit. Ja gut, du bist von München gekommen. Wir haben es geschafft. Jetzt werden wir mal einchecken sozusagen, während die Nacht, wenn wir mal was essen gehen, früh schlafen gehen, weil morgen früh wird der Sabine auch ein bisschen helfen beim Aufbau und bei den ganzen technischen Schmafu. Ja, und dann geht's morgen los, Kongress. Viel mehr aufbauen, das übliche Speicherkarten, alles voll machen. Wir kennen ja das schon von Ägypten. Natürlich. Auf geht's! Zack, dich voll! So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist knapp 9 Uhr oder halb 10 herum. Der Kongress startet in Kürze. Wir sind Chris und ich haben alles schon aufgebaut. Hier werden dann die ganzen Interviews stattfinden mit den einzelnen Referenten und Joe Conrad. Und schauen wir mal, wer sich alle dazu bereit erklärt oder die nötige Zeit auch hat. Ich zeige euch jetzt nochmal, ich nehme euch mal mit in den Saal sozusagen. Oh, da kommen schon die ersten Leute. Krieg ich ein Hallo für ein Video? Du bist schon mitten drauf. Ich bin schon drauf. Darf ich vorstellen? Joe Conrad? Darf ich ihn abstellen? So, alles jetzt. So läuft es da und das ist die Halle. Ja, und der Plan und die Idee ist, dass wir zwei Perspektiven filmen. Es geht bald los, die Halle füllt sich langsam, die letzten technischen Problemchen und so weiter werden noch gelöst und ich bin schon gespannt, was der Tag bringt. Wird sehr intensiv und sehr spannend. Bis gleich. Brücken in Zürich hat 2011 genau diesen Fakt festgestellt, dass wir nämlich von 147 Unternehmen weltweit kontrolliert werden. Die Lernfähigkeit von Maschinen schreitet schneller voran, als man denkt und wird die Welt schneller verändern, als man gehofft haben mag. Hier at the thymus, right behind the heart, above the heart, right here. Kurz über dem Herz im Bereich der Thymusdrüse. You must have a feeling of whatever it is that you want to create, okay? Ihr müsst ein Gefühl haben von dem, was immer ihr haben wollt, das ihr kreieren möchtet. Then you send this feeling to the tailbone or the coccyx, right here, the tailbone. Dann schickt ihr das Gefühl
hinunter bis ins Steißbein. We have to be creator at the same time as we are tearing down the bad system. We have to be invoking the new system. We have to be create manifest destiny, not just challenging the status quo. We must be creator and destroyer at the same time if we wish to engage the true shift of our time, of our age. Aber das reicht nicht aus, nur aufzustehen und gegen etwas zu sein, sondern wir müssen gleichzeitig, wenn wir Zerstörer sind, auch Schöpfer sein und in die Schöpfungsrolle gehen und die Dinge manifestieren, die wir hier auf der Welt manifestieren wollen. It may stay intact, but the operating system of the human body is under attack. So the autoimmune system is the thing that is going to be savagely under attack the moment 5G rolls out the way it is intended. Das heißt also, dass die menschliche DNA, wie gesagt, kaum davon beeinflusst ist, aber unser Betriebssystem, die Mikroben-DNA, die ist wirklich, die wird attackiert und zwar sehr stark attackiert. Das bedeutet, dass zum Beispiel das autonome Immunsystem sehr stark angegriffen wird. Aber die Wahrnehmung von diesem CO2-Gas in der Öffentlichkeit so, dass dieses lebensnotwendige Gas mittlerweile als Giftstoff gilt, als umweltschädlich, krebserregend, Meere versauernd, saurer Regen verursachend. Außerdem soll es noch einen Hitzekollaps der Erde verursachen und damit zum Untergang der Menschheit, weil dann schmelzen ja die Polkappen. Es wird auch verantwortlich gemacht für Waldbrände, Dürrekatastrophen, mehr Wirbelstürme. Und das alles sollen wir Menschen eben gemacht haben, durch unseren unkontrollierten Ausstoß von fossilen Brennstoffen mit Heizung, Autos, Industrie und so weiter. Zuerst hieß es nämlich Global Cooling in den 70er Jahren, dann hieß es Global Warming. Aber leider bleibt diese Erwärmung jetzt schon länger aus. Deswegen hat man sich geeinigt, das jetzt auf Climate Change zu benennen, also Klimawandel, nicht mehr Klimaerwärmung. Und die letzte politisch korrekte Version heißt jetzt Climate Disruption, also Klimastörung. I was in the finance world as a top criminal. Bankster bedeutet, ich war in der Finanzwelt unterwegs als Top-Krimineller. But the most of the game was a well-known agenda. We knew already the outcome of what we were creating in this world. Ja, das Ganze ist ein Spiel für die Bankster, wie man hier sehen kann. Es ist zwar eine Agenda, die da durchgeführt wird, aber sie sehen das als Spiel an. Und es geht nur um eins, es geht um Profit, Profit, Profit. Was immer wir auch gemacht haben, wir wussten schon von vornherein, wie das enden würde. The breaking point in working in the old system was based on an invitation. I was ready, so to speak. And this is still a difficult part, but I explained it everything in my first interview. I care so much about children. I can't help it. My breaking point was the invitation to join sacrifice of children. And after telling this already 2 years, I thought, oh, now I can tell it straight away, but it's still difficult. Actually, it must hurt everybody in the heart, because it's not only about children, it's about our inner child as well. And that's what they want to destroy from birth. But it was my breaking point to come out of this first old system I worked in. But ja, sorry. Ja, der Punkt, an dem es für mich nicht mehr weiterging, war eine Einladung. Es war eine Einladung, die ich bekommen habe, wo es darum ging, an einem Kindesopfer teilzunehmen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass ein Kind geopfert wird, sondern es geht ja auch immer darum, dass unser inneres Kind geopfert wird. Und die Rituale zielen immer darauf ab, unser inneres Kind zu zerstören. Das patriarchalische System, es sind die patriarchalischen Programmierungen. Es ist ohne Liebe. Dieses System ist ohne Liebe konstruiert. Brauchen wir vielleicht Vereinbarungen? Brauchen wir vielleicht Energieausgleich? Was brauchen wir, um zu heilen? While in the United States Air Force, I was asked to do moonlighting positions
which is extra pay and extra work. And I started doing these moonlighting positions. I thought I was going to be harvesting organs from fallen soldiers. Aha, er hat bei einer sogenannten Moonlighting-Operation mitgemacht. Und es ging darum, innere Organe von gefallenen Soldaten zu sammeln. Hat er gedacht. Okay. But they were not, it was not fallen soldiers that I was doing organ harvesting on. I was harvesting tissue from unknown origin. And I was taking samples of over 3,000 different specimens. I mean, 3,000 specimens. But you could get 20 specimens from one sample when you're DNA sampling and tissue sampling of tissues. Er hat also Gewebe gesammelt von über 3000 Wesenheiten. I worked on extraterrestrial craft, ETVs. I worked also with the mechanism, some of the devices that they bring here. So I've worked with some of those devices as well and taken samples from some of these devices and from the craft, because some of them are organic. Ah, er sagt, er hat auch von Crafts, das heißt im Prinzip Raumschiffe, Gewebe gesammelt, weil die Raumschiffe sind organisch. Also es ist eine ganz neue Perspektive, die hier für die Ufologen auftritt. Schaut zum Veranstalt drin. Und sind Sie nervös? Ja, sehr. Warum? Bald geht's los. Ja, gleich geht's los. Ne? Ja. Aber ich glaube, es wird eine Erfolg, oder? Ich hoffe. Ich glaube das. Oh Gott, Tom, du bist unmöglich. Gut, ja, herzlichen Dank. Das war unser Roadtrip nach Saarbrücken, Timon aus at Saarbrücken. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen, dass ich jetzt gar nicht hier in das Video packen kann. Wir werden, wie gesagt, im nächsten Timon aus Livestream ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir alles so erlebt haben. Verrückte Sachen. Allein die Gespräche mit Ronald Bernard waren very interesting. Very interesting. Damit, ich habe eigentlich gar nicht über diese Illuminaten-Geschichten gesprochen. Ja. Hat mich nicht wirklich interessiert oder war nicht nötig, mit ihm zu sprechen. Es ging wirklich nur auf Let's change our world of view. Ja, ich halte euch am Laufenden. Ich sage herzlichen Dank. Wenn euch die Kongressvideos interessieren und die Vorträge, das Ganze gibt es natürlich wie immer in unserer North World. Kann jeder dabei sein. Alle, die uns monatlich unterstützen. Ich werde dann den Link und ich werde dann alles unten einblenden. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr das ermöglicht habt, weil auch diese lange Reise, diese 10 bis 12 Stunden Autofahrt gestern auch noch, die ist, die Spritrechnung und alles ist nur wegen eurer, durch eure Unterstützung möglich. Ja? Und dafür sage ich herzlichen Dank, oder sagen wir, im Namen des Teams bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Und da sieht man, was halt gemeinsam möglich ist. Also, wir haben vieles vor, wir haben viele Kontakte geknüpft, wir haben viele neue Projektideen. Alles zu seiner Zeit. Ich sage herzlichen Dank. Und ich wünsche euch was. Ich hoffe, die Kongressvideos gefallen euch genauso gut, wie es mir gefallen haben. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein super Wochenende. Oh mein Gott, bis dann. Wake up inside and free your mind. Inspired about the me and the you. Truth. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Who knows?